Herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und der Feuerkelch. Ja, nach ein paar Wochen Pause, nach einigen Folgen Pause, dachte ich mir, fange ich heute hier einfach mal wieder an. Bei mir ist jetzt hier gerade ein schöner Sonntagnachmittag. Ich habe mir jetzt hier gerade einen Kaffee frisch gemacht. Hab mal nochmal die Halloween-Deko angeschmissen. Ja, seit wann schmeißt man Deko an? Zumindest ich habe da so eine kleine Kürbislichterkette. Habe ich mir nochmal da aufgehängt, angemacht. Habe nochmal so eine kleine Totenkopfkerze hier angezündet. Mir ist hier an diesem Sonntagnachmittag, den ich gerade habe, einfach nochmal gemütlich gemacht. Und dachte mir, dann nehme ich jetzt einfach spontan hier eine Folge auf. Ich habe eigentlich gerade ein bisschen auch wieder was zum Lernen. Aber ich möchte dieses Format ja jetzt auch wieder zurückbringen, nachdem das ein bisschen ausgesetzt hatte. Und dachte mir, jetzt einfach kurz als Pause, mache ich da mal eine halbe Stunde Pause, nimm mal so eine Folge auf. So, das Konzept hier war ja relativ komisch und da muss ich jetzt auch gerade selbst nochmal gucken. Defense Against the Dark Arts, das haben wir soweit gemacht. Steht ja auch dort completed. Dann Moody's Challenges sind immer noch gesperrt. Okay, das ist doch eigentlich das, was wir letzte Folge gemacht hatten, oder? Also wenn wir uns das so anschauen, jetzt habe ich leider hier keine Maus. Aber ganz rechts haben wir Moody's Raum irgendwie so. Ganz links auch nochmal, bloß irgendwie ohne Sättigung. Und in der Mitte dann irgendwie die Dächer von Hogwarts, oder? Ja, ich weiß nicht genau. Zumindest ist das noch gesperrt. Hogwarts Exterior, okay. Da sehen wir rechts irgendwie den verbotenen Wald, könnte es sein. Links auch nochmal diesen einen Ausschnitt. Ach so, ah, jetzt weiß ich, wie das geht. Es zählt immer nur das mittlere Bild und das nächste Bild, das ist eben... Also das vorige und das nächste Bild, das sieht man da immer. Okay, ja, also dann ist das und hier Forbidden Forest ist das nächste. Okay, das ist aber auch noch gesperrt, wie alle weiteren, die hier noch kommen. Ja, dann bleibt uns eigentlich ja nichts anderes, als hier mal reinzuschauen. Dann machen wir das jetzt einfach mal. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Und ich gönne mir hier nebenbei mal... Oh, jetzt muss ich hier weitermachen. Was wollen die denn von mir? Ja, keine Ahnung, was das immer hier ist. Also dieses Konzept ist echt komisch. Ja, danke. Oh, der ist noch gut heiß. Ja, aber umso besser. So, wie laufe ich? Ah, hier, so laufe ich. Und jetzt stehen wir schon wieder hier oben. Was ich ehrlich nicht so cool finde, weil wir hatten letztens die Challenge abgeschlossen mit kleinen Problemen, die teilweise auch durch Hermine herbeigeführt wurden. Aber... Ja, finde ich jetzt nicht so cool, dass man das hier wieder machen muss. Okay, hier, ich soll Z drücken, bloß bei Z passiert leider gar nichts. Oh. Okay. Ja, letzte Folge war ja auch eine ganz spaßige Sache. Okay, und es geht schon wieder sehr gut los. Hermine, du kannst es besser. Gib mir hier mal ein bisschen Hilfestellung. Okay, ich brauche einfach den nötigen Sicherheitsabstand. Ja, die Steine haben alle Corona. So. Und weg damit. So, Ron, machst du bitte das Letzte? Dankeschön. Also Ron ist hier echt sowas zu gebrauchen, im Gegensatz zu Hermine. Was haben wir hier? All players press button together for magical irgendwas. Soweit habe ich jetzt nicht gelesen. Das mache ich jetzt einfach noch. Ach, das stimmt. Da erinnere ich mich auch dran. Da hören wir dann irgendwie so Dumbledores Stimme im Hintergrund verzerrt in so einem Echo oder so. Also hier oben sind wir noch nicht lang gelaufen. Bin ich mal gespannt. Wie komme ich hier durch? Open Gate einfach mit C. Ja, bloß dass auf C halt nichts passiert, ne? Moin, Spiel. Ah, ach so ist das hier wieder. Ich muss es gedrückt halten und dann das Tor hier aufziehen. Und ja, einmal gegen Ron seinen Kopf hauen. Okay, anscheinend müssen wir hier vielleicht auch wirklich... Oh, was läuft da lang? Oh, schaut mal, diese Dinge laufen da runter. Seht ihr das da links? Also klar seht ihr das. Wenn ihr es nicht seht, dann geht mal zum Augenarzt. Da, schaut mal. Was ist das denn, was hier unterwegs ist? Also das sind ja komische Dinge. So, jetzt schauen wir mal. Irgendwo kann ich auch dieses Tor hier wieder aufziehen. Ja, 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 noch ein Stück. Du schaffst das, Harry. Mann, aber so komme ich doch schon durch, oder? So dick bin ich nicht. Ja, perfekt. Boah, das tut gut. Das ist echt ganz gemütlich hier. Wir haben zurzeit immer einen dicken Nebel wie nochmal was. Also auch gestern Abend war ich mal draußen, habe mit einem Kollegen ein paar Bilder gemacht.
sind wir eben so mit seinem Auto gefahren. Man hat keine 25 Meter weit gesehen, also ich glaube, das waren 25 Meter, wie diese Markierungen auf der Straße, diese Pinguine oder so, da dann immer am Straßenrand stehen. Und man hat da von einem kaum zum nächsten gesehen, also es ist echt total neblig und düster bei uns zurzeit immer. Jetzt, heute ist mal wieder ein bisschen hellerer Tag. Okay, was ist das denn für ein Ding? Hallo! Ah, das scheint schon mal die richtige Taste zu sein. Ja, Hermine, bewirf ihn mit Steinen. Hermine ist unsere Steinspezialistin. Genau. Steinspezialistin Hermine Granger. So. Und zumindest eben jetzt hier bei uns der Herbst, der ist dann halt so. Ist alles an Blättern und Bäumen und so einfach dann. Ron, was machst du da hinten? Und wieso kann ich das Tor hier nicht bewegen? Hallo. Ah, jetzt geht's wieder. Komisch. Und da ist alles gerade ganz rot und braun und so von den Blättern her und auch das Gras verliert langsam an Farbe. Es ist immer so schön neblig und düster. Ich muss sagen, ich liebe diese Jahreszeit. So, hier haben wir auch wieder Steine. Wen sollen wir denn mit Steinen bewerfen? Einfach mal auf Hermine drauf, oder? Oh, da war Hermine gar nicht. Das ist ein bisschen schwierig mit dieser Ansicht. Ah, perfekt. Doch. I meant to. So. Ist die Frage, wo müssen wir denn jetzt lang? In die Richtung hier? Ach, läuft das Ganze einfach nur im Eck zu. Wow. Zumindest Halloween ist ja jetzt auch schon wieder anderthalb Wochen her bei euch. Jetzt anderthalb Wochen, bis die Folge on ist wahrscheinlich. Also ich denke, die kommt jetzt hier am Mittwoch. Ich denke, das könnte ich schaffen. Also bei mir ist jetzt Sonntag. Und wenn ich die nachher zum Upload setze, dann ist die bis Mittwoch online. Ja, traurig mit meinem Internet, aber kann man schon mal so nebenbei machen. Ich verstehe nicht, was diese ganzen Steine hier sollen, dass ich die bewegen soll. Oh, da ist wieder so ein Ding. Hallo. Oh, da sind sogar zwei solche Dinger. Jetzt weiß ich, wofür die Steine gut sein könnten. Was macht eine Hermine damit? Okay. Ja, macht ihr das mal. Ihr könnt es besser, meine Freunde. Ihr werdet ja auch hier die Vertrauensschüler. Lol. Schaut mal. Dieses Ding hat mich einfach an meinem eigenen Zauberspruch weggezogen. Jetzt ist die Ansicht wieder extrem kacke. Ich hasse es bei diesem Spiel. Aber zumindest, obwohl Halloween... Lol, da ist ein Hühnchen. Hallo? Ah, und es platzt einfach. Obwohl Halloween eben auch schon vorbei ist, habe ich jetzt einfach so ein bisschen Dekoration, was ich mir hier aufgestellt habe, jetzt trotzdem die Tage mal noch da gelassen, einfach weil ich jetzt auch die Woche Ferien hatte. Und irgendwie, das ging so schnell rum, die Zeit. Und ich muss sagen, ich mag das eigentlich auch ganz gern, wenn es da so ein bisschen dekoriert ist, weil dann habe ich da so kleine Porzellaneulen, die ich so aufstelle. Beziehungsweise eigentlich sind die gar nicht so klein. Und eben so eine Kürbislichterkette, wie gesagt. Und, ja, das ist der falsche Spruch. Und meine Leben, die schwinden hier nur so. So, stirb. Bohnen. Und da haben wir wieder unser Hühnchen. Bitte explodier, ich brauche deine Bohnen. Dankeschön. Und so ein Dementor habe ich mir mal gebastelt. Der hängt immer mitten im Zimmer so an der Lampe dann runter. Zumindest eben, ja, ein bisschen dekoriert, so wie gesagt. Und ich muss sagen, das mag ich halt immer ganz gern. Das macht einfach immer so eine gemütliche Stimmung dann auch noch her zu der Jahreszeit. Dann habe ich das jetzt einfach mal alles so stehen lassen, obwohl Halloween rum ist. Aber das räume ich jetzt heute wahrscheinlich dann auch eben weg. Und da dachte ich mir, mache ich mir hier jetzt einfach noch mal gemütlich Nachmittag. Naja, gemütlich ist dann auch in Frage zu stellen, nachdem ich wieder ein bisschen was zum Lernen hatte jetzt für die kommende Schulwoche. Aber ja, gemütlich war es schon. Also auch wenn man lernen muss, kann man sich ja trotzdem gemütlich machen. Das eine schließt das andere ja theoretisch nicht aus, oder? Naja, however, zumindest hier habe ich es jetzt ganz gemütlich. Außer mein Stuhl, der nervt mich gerade schon wieder, weil der fährt hier die ganze Zeit runter. Da muss ich mal schauen, dass ich gerade wieder ein Stück hochfahre. Das ist echt schlimm. Der ist nämlich ein bisschen kaputt, habe ich auch schon vor Monaten schon erzählt. Ja, ist wahrscheinlich auch schon wieder ein halbes Jahr her, aber seitdem hatte ich noch nicht das Geld für einen neuen Stuhl. Aber ich denke, da werde ich mir jetzt auch am Black Friday einleisten. Eigentlich speichere ich gerade größtenteils auf die Grafikkarte. Aber ja, dann muss ich mich halt bei meinen Eltern oder so mal... Oh, was bist du denn für eine Zeit verschulden? Aber so einen neuen Stuhl, da komme ich jetzt langsam nicht mehr drum rum, weil das ist echt nicht machbar. Wenn ich hier in der Folge so drin sitze und die ganze Zeit dieser Stuhl einfach sich selber runterfährt und durchgesessen ist der auch schon extremst und so,
Das macht eigentlich echt nicht mehr so Spaß mit dem. Aber da werde ich mir jetzt wahrscheinlich dann wirklich mal was leisten. Ich werde es euch erzählen, wenn es soweit ist. Ja, und ansonsten ist es wahrscheinlich auch nicht viel weiter spannend für euch. So, hier passiert nichts. Ich drücke hier Z, aber ich weiß... Ach, stimmt, vielleicht das Tastaturlayout. Das ist doch auf anderer Tastatur anders. Was ist das hier? Okay, der Zauberspruch schaut auch cool aus. Ach, ist das... Ach, saugt der das ein? Weil ich habe gerade überlegt, ich weiß das englische Tastaturlayout natürlich nicht auswendig. Ah ja, das ist der richtige. Also wenn es heißt, ich muss da Z drücken. Ja, stimmt hier, das bewegt sich immer mit. Da ist es bei mir auf der Tastatur Y. Da hatte ich schon recht, dass es dann da unten war. Gut, gut. Okay. Das war nicht nett. Ach nee. Was sind das eigentlich für Dinger? Hat hier jemand Bowtruckle nicht ganz verstanden, wie die aussehen, oder? Weil theoretisch Bowtruckle waren ja echt anders beschrieben, als sie letztendlich auch im Film und so gezeigt. Stirb, stirb, stirb. Oh. Ich muss erstmal schauen, dass ich hier wegkomme. Und jetzt haben wir hier wieder diese S-Kraft zu nutzen, aber ich weiß nicht, was diese S-Kraft hier bringt. Okay, lol, wir können hier absolut fette Zauber. Ah, lol, jetzt. Hier, jetzt kommt es endlich mal auch wirklich zum Einsatz. Muss ich nur schauen, dass meine Bohnen nicht alle verschwinden. Ach nee, auf Ron. Okay, jetzt habe ich Ron umgeschossen. Ist jetzt auch nicht so wild. Und meine Leben, die schwinden, die schwinden, die schwinden. Was ist das hier eigentlich für eine Synchro? Hört ihr das? Das macht mir Angst. Ja, welchen Spruch muss ich denn hier wieder benutzen für dieses blöde Ding? Ach, es ist schon tot. Nee, es ist nur ohnmächtig. Ah, okay, ich bin auch kaputt. Yay, yay. Ich werde wiederbelebt. Hühnchen, wo bist du? Sorry. Ach stimmt, diese Dinger am Stachel, die machen dir selbst dann noch Schaden, wenn sie am Boden liegen. Ah, hier ist wieder ein Hühnchen. Dann hole ich mal meinen Zauberstab hier raus. Yay. Okay, funktioniert jetzt auch nicht perfekt. Da, die ziehen mich einfach vorwärts, diese Dinger. Das ist echt cool gemacht, wie hier verschiedene Zauber, verschiedene Effekte dann wirklich haben, wenn man die da anwendet. Jetzt drücke ich hier einfach mal meine Tastatur durch, was es so für Möglichkeiten gibt. Okay, der eignet sich eben nicht so. Ja, den kann ich theoretisch hier benutzen. Und der wieder nicht mehr. Ich wüsste jetzt nicht, was ich sonst für Möglichkeiten hier habe. Aber ich weiß nicht, wie die den Zauberspruch hier immer machen. Also, Hermine und Ron, die macht ja immer irgendwas anderes an Zauberspruch. Aber ich weiß nicht, wie ich den hinkrieg. Naja, egal. Ach, falsches Z. Ich muss Y drücken. Das muss ich mir merken. Come on, ja, wohin denn? Und wie mache ich nochmal Aguamenti? Ich will da in der Mitte dieses Challenge Shield holen. Das muss ich ja sogar holen. Das ist ja hier die finale Arena, oder nicht? So, dann schauen wir mal, wie... Okay, nee, das ist falsch. Hä, wie kann ich das denn wirken? Ah, das ändert sich selber. Es sind doch immer die gleichen Tasten. Aber wenn ich hier davor stehe, dann ändert sich da der Zauberspruch von der Taste. Ja. Ach, müssen wir hier wieder in Teamwork das machen, oder? Das kann ich mir fast vorstellen. Und natürlich sind die beiden so blöd und machen bei mir nicht mit, sondern machen ihr eigenes Ding hier. Ah, so. Ja. Das ist bei Kaffee echt schlimm. Im ersten Moment ist er zu heiß und im zweiten Moment zu kalt. So. Dann... Nein, ja, weitermachen. Wow, das hat sich jetzt eigentlich nicht so gelohnt, aber hier haben wir unser Challenge Shield. Und damit haben wir hier neue Challenges freigeschaltet, wie es aussieht. Von der Zeit könnten wir die jetzt auch noch in dieser Folge unterbringen. Ja, aber ich muss sagen, ich finde diesen Teil echt immer weniger schlimm. Also okay, so die Grafik und so, das ist echt mies, dass sich da nichts umstellen lässt. Oh, was haben wir denn hier alles?
Hat es irgendeinen Sinn hier oder so? Hat es irgendeine Bedeutung? Ach, da bekommt man wahrscheinlich dann nochmal so Boni oder so dafür. Aber auch wenn es hier irgendwas am Bonus-Room oder so gibt, da werde ich diese oder dieses ganze Spiel einfach drauf scheißen. Weil so toll, dass ich das jetzt hier ewig ausführen möchte, finde ich es dann doch nicht. So, Moody's Challenge haben wir jetzt frei. Also hier, completed. Ne, das hatten wir gerade, aber dann hatten wir das doch auch schon frei, oder? Mal schauen, was sonst noch gibt. Ah ne, okay, dann muss ich hier weitere Schilder finden. Also ich muss jetzt hier die ersten Challenges wohl so lang machen, bis ich drei von den Schildern habe und da weiterkomme. Okay, das System finde ich dann nicht ganz so cool, aber langsam verstehe ich zumindest, wie das Spiel hier aufgebaut ist. Ah ja, hier, das habe ich schon mal gemacht, aber okay, dann muss ich das wohl nochmal machen. So. Ach lol. Ah, das ist ja cool. Dann müssen wir jetzt hier gar nicht mehr diesen ganzen. Oh fuck, falsche Steuerung. Dann müssen wir hier anscheinend gar nicht mehr den ganzen Run machen, sondern können hier tatsächlich uns auf den finalen Teil hier beschränken. Aber ich weiß nicht, welche Taste ich drücken muss, um dem Ding was zu tun. Ah, okay, die hier ist schon mal gar nicht schlecht. Die Taste hier kann nix. Okay. Okay, der liegt auf dem Rücken, dann sollten wir den mal ein bisschen weiter tyrannisieren. Tschüss. Ja, Herr Biene, verteidige dich. Und irgendwie meine Taste funktioniert wieder nicht. Ach, das ist echt nur in dem. Das ist echt so auf einem bestimmten Bereich funktioniert es und sonst nicht. Soll ich da jetzt drauf spammen? Ja, ich spam hier einfach mal drauf, oder? Wenn du mir das so hinhältst. Lalalala. Oh, ich werde angegriffen. Oh, shit. Ey, weg mit dir. Nein, ah, danke. Oh, RIP, run. Ob ich auch Ron und Hermine hier runterschmeißen kann? Wieso steht hier eigentlich 0 da vorne dort? Also da haben wir die Zeit, wie lange ich hier jetzt schon rumspiele. Okay, aber was heißt die 0 hier? Das verstehe ich noch nicht ganz. Also wo gehört diese 0 dazu? Vielleicht hätte ich lesen müssen, was mir da gerade gesagt wurde. Oh, jetzt habe ich Fledermausflüche. Flederwicht vielleicht. Müssen wir mal Ginny fragen. Aber es war ja im vierten Teil, wo es darum ging, oder? Ich glaube, da war Moody ja ganz beeindruckt davon. Ah ne, das war bei Slughorn dann. Naja, wie auch immer. Da steht jetzt eine 1 dort, okay. Ey, halt, stopp, ich habe nur noch 30 Leben. Verpissen Sie sich. Was ist jetzt, wenn ich hier wieder drauf gehe? Dann wird es so geschleudert und verschwindet. Und wir zu Bohnen. Angenehm. Ey, das greift mich an. Helft mir. Ich weiß echt nicht, was ich hier gerade mache. Das ist, glaube ich, nicht so optimal. Naja. Einfach mal weitermachen mit keine Ahnung was. Okay, jetzt haben wir wieder diese S-Kraft. Boom, stirb. Stirb, stirb, stirb. Ah, fuck, falsche Richtung. Stirb. Ich sehe nichts. Ron, mach dein komisches Ding da weg. Oder Hermine oder wer auch immer von euch. So, ich verstehe nicht, was diese 1 hier zu bedeuten hat. Was mache ich hier genau? Wieso bin ich hier? Okay,
Okay, ich krieg einige Bohnen, die nehme ich immer gern. Aber okay, ich werde getötet. Das gefällt mir weniger gut. Oh, jetzt steht da eine 3. Wieso eine 3? Hallo, ich kann nichts machen. Ach fuck, falsche Taste wieder. Und hier. Ah, jetzt geht's wieder, hä? Also es ist irgendwie mit dem Abstand anscheinend. Ach, ich muss die hochheben, oder wie? Oh, ich bin tot. Blöd. Ey, hör auf, ich wurde gerade gerespawnt. Respawn-Schutz, bitte. Und jetzt? Hallo? Hermine, hilf mir! Ey! Ja, und jetzt? Run! Jetzt halten wir diese Dinge in der Luft. Und machen was damit? Okay, jetzt steht hier eine 5. Ich bin echt verwirrt. Ja, jetzt halten wir alle schön unser Ding hier hoch. Merkwürdig. Ah, lol. Also man muss hier anscheinend immer so in Zusammenarbeit was machen. Und dann wird's gezählt. Aber wie oft muss man das? Also wenn ich hier jetzt den was hinhalte, dann schießen die da drauf. Und dann fängt das Ding zum Rotieren an und stirbt. Ja, genau so. Dann kann ich das nächste nehmen. Und dann kommt immer ein Punkt dazu. Okay, jetzt kommt keiner dazu, oder? Ich verstehe es echt nicht. Hey! Spiel! Ich verstehe dich nicht. Combined Cast kam jetzt da gerade. Und jetzt halten wir wieder alle das Ding da hoch. Was passiert denn damit jetzt hier in der Luft? Hallo Leute, schaut mal, was ich hier habe. Ja, ja, schieß da drauf, Hermine. Ah, das hat Ron jetzt gemacht und jetzt sind wir auf einmal bei 7. Und jetzt werde ich gleich wieder getötet, wenn die mir nicht helfen. Jetzt sind wir immer noch bei 7. Halt, stopp. Jetzt sind wir bei 8. Ey Kollegen, hebt mal so ein Ding in die Luft, ich will was gucken. Irgendwie ist diese Folge so random und unnötig hier schon wieder. Ich weiß nicht was. Ah, okay, also echt, wenn jemand anderes es hochhebt, dann kann ich mit drauf spammen. Und ansonsten muss ich das hochheben und warten, dass jemand anderes für mich drauf spammt. Hier, ich komme nicht hin. Hallo. Ja. Nein, ich will nicht das eigene, ich will da einfach nur drauf schießen. Ja, jetzt tut sich was. Hoffentlich ist bei 10 mal Schluss. Also ich glaube, unsere Zeit ist sowieso nicht so optimal, die wir hier gebraucht haben. Hey, hallo. So. Ich verstehe es zunehmend weniger. Willkommen in Deutschland, wo man zunehmend weniger sagt, was sich einfach im Wort widerspricht. So. Ja. Ich verstehe es nicht. Hallo. Irgendwie, wenn ich das eine mache, dann helfen die mir nicht. Hier. Und manchmal gibt mir dieses Spiel auch... Ah, okay, jetzt habe ich 10. Wie gesagt, aber... Congratulations. Genau dafür, oder? Try the challenge again. Oh, da sehen wir 0 Beans awarded. 3 Minuten, 2 Minuten und 1 Minute 30. Oh, okay. Ich glaube, da bin ich noch ein Stück von weg, aber... Ich habe da auch keinen Bock mehr drauf. Jetzt weiß ich zumindest, worum es geht. Okay, wunderschön.
So ein Schild haben wir jetzt anscheinend halt nicht bekommen, denke ich mal. Oder? Ja. Skip das mal hier. Mhm. Collector's Card. Ach lol, haben wir sowas hier wieder, oder wie? Ach lol, ah, okay, nee, aber da habe ich kein Interesse dran. Choose Location. Ja, hier, aber jetzt sehen wir hier ja. Ja, zwei fehlen mir noch, also da muss ich wahrscheinlich echt von der Zeit gut genug sein. Heißt, wir probieren das nächste Folge auch nochmal, beziehungsweise ich mache das auch einmal im Off, weil ich denke, das ist jetzt nicht so super spannend, das die ganze Zeit hier in der Folge zu zeigen. Deshalb würde ich sagen, kümmere ich mich um eine Karte noch im Off und die nächste Karte holen wir uns in der Folge und schalten damit dann auch den nächsten Ort frei. Ja, das Ganze machen wir wahrscheinlich dann am Sonntag, also ich würde sagen, ab hier geht dieses Format jetzt nochmal weiter. Den vierten Teil versuche ich hier jetzt möglichst einfach durchzuklatschen, einmal durchzuspielen. Und danach freue ich mich echt wirklich dann auf den fünften und sechsten Teil, wo man Hogwarts dann ja auch etwas erkunden kann. Also da muss ich sagen, das sind soweit meine Lieblingsspiele, also hier aus dieser Reihe. Also soweit ich die zumindest kenne. Klar, die sind dann auch teilweise so, mach dies, mach das, du wirst hier und dorthin geschickt. Aber man hat einfach die Möglichkeit, ein bisschen Hogwarts zu erkunden, was dem Ganzen auf jeden Fall ein bisschen Mehrwert verleiht, würde ich mal behaupten. Ja, aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Ich wünsche euch an dieser Stelle noch einen schönen Abend. Danke fürs Dabeisein und schaltet sehr gerne morgen in der LBFB-Folge wieder ein. Da habe ich einfach mal eine Speed-Folge gemacht. Da habe ich ja auch letztens mal unter der Folge gefragt, wie es so aussieht, ob ich solche Aufgaben in der Speed-Folge machen soll. Und das Ganze jetzt einfach probeweise mal umgesetzt. Also da sehr gerne reinschauen, eure Meinung da lassen. Und ansonsten sehen wir uns dann hierzu am Sonntag wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.